Heizkosten mit einem Ventilator sparen. Ob das geht, haben wir mit dem Heizungslüfter ausprobiert. Ich habe mir ein paar von diesen Dingern unter die Heizung geklemmt und geschaut, was sie tatsächlich sparen. Das Prinzip von so einem Heizungslüfter ist simpel. Ein paar kleine Lüfter, wie man sie etwa vom PC kennt, ziehen von unten kalte Luft an, pusten sie durch den warmen Heizkörper nach oben. Die warme Luft steigt zur Decke, kühlt dort ab, ebenso wie an den Wänden, sinkt dabei zu Boden und der Kreislauf beginnt von vorn. Dieser Konvektion genannte Vorgang passiert ohnehin bei den warmen Heizkörpern in eurer Wohnung, auch ganz ohne Lüfter. Durch aktive Belüftung soll der Heizkörper aber effizienter arbeiten. Weil mehr Luft durch den Heizkörper fließt, wird theoretisch mehr davon in kürzerer Zeit erwärmt. Heißt, das Zimmer wäre schneller warm und die Heizung schaltet eher ab. Ganze 22% weniger Gasverbrauch verspricht der Hersteller dadurch. Ein weiterer versprochener Effekt der Zwangsbelüftung? Der Heizkörper muss nicht mehr so hohe Temperaturen erreichen, damit die Konvektion ordentlich in Gang kommt. Dreht ihr die Vorlauftemperatur am Heizkessel runter, spart ihr theoretisch einiges an Heizkosten. Falls ihr eure Heizkörper mit Vorhängen verdeckt und Möbeln zugestellt habt, auch da sollen die Lüfter helfen, mehr Luft zum Heizkörper zu bringen. Besser wäre aber generell, ihr räumt den Platz direkt vor und über der Heizung frei. Ich habe für meinen Test 3 von diesen Teilen von Speed Comfort besorgt. Die haben je 3 Lüfter mit ca. 6 cm Durchmesser und wälzen 30 Kubikmeter Luft pro Stunde um. Das ist ziemlich wenig, ein einzelner Gehäuselüfter im PC schafft meistens deutlich mehr. Pro Stück kosten die Heizungslüfter 60 Euro, im Dreierpack sind sie mit 125 Euro deutlich billiger. Baugleiche Modelle direkt aus China gibt es zwar wie Sand am Meer, bei Speed Comfort gibt es aber wenigstens eine deutsche Anleitung und Garantie. Toll gelöst ist die Befestigung über diese Magnethalter hier. Die lassen sich verstellen, herausnehmen oder auch drehen. An die meisten Heizkörper wird man den Lüfter also dran bekommen. Ein Netzteil reicht für 20 solche Einheiten. Ein kurzes Kabel verbindet einen Lüfter mit dem nächsten. Damit die Lüfter nicht permanent drehen, gibt es noch einen Thermoschalter. Der sorgt dafür, dass die Ventilatoren nur dann einschalten, wenn die Heizung warm ist. Wenn ihr den Schalter weglasst, drehen die Lüfter permanent. Macht aber wenig Sinn und kostet nur unnötig Strom. Bei mir hängen die Lüfter seit über 3 Monaten im Wohnzimmer unter der Heizung. Gestört haben sie bisher nicht. Die Lüfter drehen so langsam, dass man sie nicht hört. Nur den Thermoschalter hört man manchmal klacken. Im Schlafzimmer stört das eventuell, im Wohnzimmer nicht. Einen Luftzug spürt man nicht, wenn man auf der Couch sitzt. Viel Luft wälzt den Lüfter ohnehin nicht um. Selbst wenn man die Hand direkt davor hält, spürt man kaum einen Luftzug. Und was hilft es nun beim Heizen? Tatsächlich sank der errechnete Verbrauch im Wohnzimmer ziemlich deutlich. Zumindest, wenn das Wetter wie im Oktober und November vergleichbar zum Vorjahr war. Allerdings stieg gleichzeitig der Verbrauch im Esszimmer nebenan. Und zwar ziemlich genau um das, was ich im Wohnzimmer gespart habe. Denn das Esszimmer lässt sich nicht abtrennen, wird aber identisch geheizt, allerdings ohne einen Heizungslüfter. Die Heizung im Wohnzimmer schaltet mit Lüfter also früher ab. Dafür muss die Heizung im Esszimmer länger laufen, damit es am Ende wieder überall gleich warm wurde. Für die Messung habe ich smarte Thermostate von Thano benutzt. Die liefern außer der Temperatur auch eine Übersicht, wann welcher Heizkörper wie stark auftritt und berechnen den Anteil am Gesamtverbrauch der Heizung. Meine Ergebnisse sind natürlich nicht direkt auf eure Wohnung und Häuser übertragbar. Jedes Haus ist anders gedämmt, anders geschnitten und jeder hat eine andere Wohlfühltemperatur. Da ich ohnehin smarte Thermostate nutze, die jeden Heizkörper selbstständig regeln, ist für meine Wohnung möglicherweise das Potenzial schon ausgeschöpft. Festhalten lässt sich für mich aber, dass ich nicht spürbar Energie gespart habe mit dem Heizungslüfter. Obwohl die Vorlauftemperatur auf 60 Grad gesenkt wurde, wie vom Hersteller vorgeschlagen. Mehr gefroren habe ich aber auch nicht. Im Gegenteil. Subjektiv war das Klima im Wohnzimmer sogar etwas angenehmer, trotz nur 20 Grad Raumtemperatur. Das Aufheizen der Zimmer geschah laut meinen Daten genauso schnell wie ohne Lüfter, trotz abgesenkter Vorlauftemperatur. Ein häufiges Feedback zu meinem Artikel war, dass so ein Heizungslüfter möglicherweise Betrug sein könnte, zumindest in einer Mietwohnung mit Zentralheizung. Habt ihr an eurem Heizkörper so kleine Heizkostenverteiler kleben, dann beeinflusst der Lüfter die Zählung. Obwohl vielleicht die gleiche Wärmemenge abgegeben wurde, zählt euer Heizkostenverteiler möglicherweise weniger, weil er gar nicht auf einen solchen Umbau angepasst ist.
Damit sinken eure berechneten Heizkosten am Heizkörper mit Lüfter im Verhältnis zu den anderen Heizkörpern bei euch und bei den Nachbarn. Aufs gesamte Haus gemessen ist das egal, aber ihr spart möglicherweise etwas auf Kosten der anderen Mieter. Wie stark dieser Effekt ist, lässt sich ohne eigenes Mietshaus zum Testen schwer beurteilen. Das hängt auch von eurem Heizverhalten und den der Nachbarn ab. Wir haben keine Urteile oder Regelungen gefunden, die den Lüfter an der Heizung tatsächlich als Betrug einordnen oder gar verbieten. Dennoch sollte man besser mit dem Vermieter reden und eine Erlaubnis einholen, damit es gar keine Missverständnisse aufkommen. Bringt der Lüfter unter der Heizung, was der Hersteller verspricht? Nun ja, nicht wirklich. Zumindest was die mögliche Ersparnis angeht. Denn die fällt in meinem Test deutlich geringer aus als vom Hersteller beworben. Bis zu 22% sollen das im Idealfall sein. In die berechnet Speed Comfort aber auch Dinge wie einen hydraulischen Abgleich ein. Den müsst ihr selbst organisieren und bezahlen und der würde euch auch ganz ohne den Lüfter Energie sparen. Das soll nicht heißen, dass bei euch gar keine Ersparnis möglich wäre. Wunderdinge verbringen ein paar Lüfter aber nicht. Denn die Physik lässt sich nicht austricksen. Damit es warm wird, muss am Ende eine bestimmte Menge Wärmeenergie in die Wohnung oder das Haus hinein. Läuft eure Heizung bereits rund und habt ihr andere Dinge bereits optimiert, wird so ein Lüfter nicht viel Einsparung bringen. Immerhin, zumindest subjektiv, gibt es für mich persönlich etwas Komfortgewinn. Von daher bleiben die Lüfter weiter an der Heizung, sei es nur wegen des Placebo-Effekts. Wenn ihr mehr über Technik und IT wissen wollt, schaut doch mal bei Heise vorbei.